Warum einfach, wenn's auch schwer geht? Ne? Darf ich vorstellen, Arminia, die Drama-Queen. Dein Fans ist noch nie was erspart geblieben. Manchmal unter und manchmal über dem Strich. Immer volle Emotionen, dafür lieben wir dich. Darf ich vorstellen, Arminia, die Drama-Queen. Dein Fans ist noch nie was erspart geblieben. Manchmal unter und manchmal über dem Strich. Immer volle Emotionen, dafür lieben wir dich. Trauer, der Klassenerhalt fast geschafft. Entsetzen, wir hatten es doch fix gemacht. Stille, wir haben gemeinsam geweint. Wie nur kann ein Stadion so leise sein? Nach dem Abstieg sind wir wieder aufgestanden. Wir kamen schnell zurück, denn wir glaubten dran. Richtig ging es erst gegen Sandhausen los. Tor des Monats Kapitän Fabian Klus. Dann geht's nach oben, wir können jeden schlagen. Was dann die Kickers Erfurt und Dresden sahen. Sensation DFB-Pokal, zweite Runde im Elfmeterschießen. Hertha BSC bezwungen. Tor des Monats im November durch Dennis Mass, der den Ball mit der Hacke in die Ecke kracht. Nach der Hinrunde Erster, wir sind Herbstmeister. Das verdanken wir unserem Trainer Norbert Meyer. Darf ich vorstellen, Arminia, die Drama-Queen. Dein Fans ist noch nie was erspart geblieben. Manchmal unter und manchmal über dem Strich. Immer volle Emotionen, dafür lieben wir dich. Darf ich vorstellen, Arminia, die Drama-Queen. Dein Fans ist noch nie was erspart geblieben. Manchmal unter und manchmal über dem Strich. Immer volle Emotionen, dafür lieben wir dich. Fünfmal am Stück zu null, vor der Winterpause. Keiner hebt ab, weil wir noch viele Siege brauchen. Tabellenführung durch die Heimbilanz ausgebaut. Ein 0:2 gegen Duisburg holen wir dann auch noch auf. Fabi Klos, Kopfball-Hattrick in der zweiten Hälfte. Vor dem Tor, wie eh und je mit einer Eiseskälte. Unter der Woche dann 4:0 in Osnabrück. An der Bremer Brücke ist uns das nicht oft geglückt. Alle sind happy nach dem 2:0 bei den Kickers, weil 9 Punkte in 6 Tagen ein Riesenschritt war. Der nächste Coup im Pokal 3:1 gegen Bremen. Doch die Bremer wollen nur über den Rasen reden. In der Liga weiter, Maß aller Dinge sind wir nicht von Cottbus oder Rostock zu bezwingen. Viertelfinale DFB-Pokal gegen Gladbach. Alex Schwolo ist der Held, der den Elfer kalt macht. Darf ich vorstellen, Arminia, die Drama-Queen. Dein Fans ist noch nie was erspart geblieben. Manchmal unter und manchmal über dem Strich. Immer volle Emotionen, dafür lieben wir dich. Darf ich vorstellen, Arminia, die Drama-Queen. Dein Fans ist noch nie was erspart geblieben. Manchmal unter und manchmal über dem Strich. Immer volle Emotionen, dafür lieben wir dich. Träum von Berlin, was für ein Wahnsinnsabend als Drittligist. Arminia im Halbfinale, der erste Derby-Sieg. Nach gefühlten 100 Jahren zu Hause sind wir seit 19 Spielen ungeschlagen. Das dritte Tor des Monats, Hemlein 65 Meter. Was für den Keeper von Erfurt, zu spät zu sehen war Gänsehautentzündung. Die besten Fans der Welt. Wir haben Wolfsburg Sieg in den Schatten gestellt. 26.000, laut wie 86.000, die Stimmung auf der Alm, atemberaubend. 3 Remis in Folge und dann Darmstadt, erinnert Paco, unser Held, macht dann endlich das Ding klar. Nach dem Spiel auf dem Rasen und dem Rathausplatz, wir haben die Stadt abgerissen. Was für eine Nacht, durch den Sieg am letzten Spieltag, die Meisterschaft gesichert, schwarz, weiß, blau, Arminia für immer. Darf ich vorstellen, Arminia, die Drama-Queen. Dein Fans ist noch nie was erspart geblieben. Manchmal unter und manchmal über dem Strich. Immer volle Emotionen, dafür lieben wir dich. Darf ich vorstellen, Arminia, die Drama-Queen. Queen. Dein Fans ist noch nie was erspart geblieben. Manchmal unter und manchmal über dem Strich. Immer volle Emotionen, dafür lieben wir dich. 3 Bundesligisten rausgeschmissen. Aufgestiegen in die zweite Liga. Ist das eine Traumsaison? Ja, das kann man so sehen. Wenn man so am Boden liegt wie wir, kommt ein bisschen was hoch. Sorry. Und dann wiederkommt, ist es toll. Und jetzt muss ich weg. Darf ich vorstellen, Arminia, die Drama-Queen. Dein Fans ist noch nie was erspart geblieben. Manchmal unter und manchmal über dem Strich. Immer volle Emotionen, dafür lieben wir dich. Darf ich vorstellen, Arminia, die Drama-Queen. Dein Fans ist noch nie was erspart geblieben. Für andere sieht alles nur schwarz-weiß aus. Für Arminien ist alles schwarz-weiß-blau. Niemand erobert den Teutoburger.